Das ist eine ganz persönliche Erfahrung. Es ist die Frage, wie geht man mit anderen Menschen um? Wie geht man mit anderen Gedanken um? Ist man offen, aber auch traut man sich offen mit anderen Themen, mit Themen, für die man vielleicht selbst gar nicht einsteht, umzugehen? Ja, immer wieder. Wir sind natürlich hier auf der Buchmesse ein Marktplatz von Ideen. Es sind immer über 100, 110 Länder auf der Messe vertreten. Und es sind auch immer wieder Leute darüber, die eine ganz abweichende Meinung haben von ihrem Stand nebendran. Und die kriegen sich durchaus mal in die Haare und dann gibt es Diskussionen auf der Messe. Also da erleben wir es immer wieder. Ich glaube, dass wesentlich offener miteinander umgegangen wird, dass man auch viel mehr Möglichkeiten hat, ob das jetzt bei YouTube Filme anzugucken oder bei Facebook sich zu unterhalten. Man erfährt viel mehr von den anderen, man hat mehr Möglichkeiten. Aber man muss auch viel mehr in der Möglichkeit sein, Toleranz zu zeigen, eben offen zu sein. Ich glaube, da ist noch eine viel höhere Anforderung als früher da. Bei uns auf der Buchmesse und für mich persönlich, aber für alle, die hier arbeiten, ist es ganz wichtig, fremden Kulturen Respekt zu zeigen. Auch wenn die abweichend von uns denken. Bei China ging es sehr stark um das Thema Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt in China. Das zu sehen und das öffentlich zu machen, war eine unserer Aufgaben. Und es wurde heftigst kritisiert und diskutiert hier in Frankfurt. Davon muss man einstehen. Aber ich denke, das ist eine lohnenswerte Aufgabe, die nochmal Öffentlichkeit zu schaffen, für Themen, über die man reden muss. Wenn man Fremdes, das hat ja jetzt gar nichts mehr mit Ausländern zu tun, sondern wenn man Fremdes als Bedrohung erachtet, ja, ein Einbruch in sein normales Leben, dann entstehen vermutlich oft solche Situationen. Ich war letzte Woche in Indien auf der Buchmesse in Delhi. Die eine Verlegerin erzählte dann, eine junge Frau, Anfang 30, die erzählte, vor 2-3 Jahren musste ihren Vater noch fragen, um ein Visa zu bekommen, um ihn aus Indien ausreisen zu dürfen. Da wollte die Visastelle eine schriftliche Bestätigung von ihrem Vater, dass sie alleine ins Ausland darf. Ja. Das ist ein großes Thema, ist zum Beispiel auch einfach geschlechtsspezifisch. Ja. Frauen, wie werden Frauen wahrgenommen? Wie viel Respekt ist da? Und das sind auch solche Dinge. Also gerade dieses ganze Gender-Thema hat sehr viel mit Respekt zu tun. Wie geht man damit um oder wo finden da die Diskriminierungen statt? Das heißt, es ist ja nicht nur Farbe, es ist Geschlecht, ja? es ist Religion immer wieder. Oder eine Mischung aus all dem. Oder politische Vorurteile, die man hat. Ich saß kürzlich mit einem Botschafter, einem ausländischen Botschafter hier zusammen und er sagte, ja, was können wir tun, dass die Länder ein richtiges Bild voneinander haben. Und ich denke, das ist einfach ein Austausch, ja, dass man das unterstützen muss, Schüleraustausch, Studenten woanders hingehen, dass sie wirklich erfahren, wie es ist, in einem anderen Land zu leben. Möglichst offen zu sein, auszuprobieren, keine Angst vor Fremdem zu haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende, wie man miteinander umgeht. Keine Angst zu haben, dass jemand anders ist und anders mit einem spricht, anders mit jemand umgeht.